Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial zum Battery Charger. Cooles Teil. Kann ich schon mal vorweg sagen. Ich zeige jetzt wieder kurz, was das Teil im Allgemeinen macht oder kann. Erstens mal, es lädt Batterien. So, Teil 1 erledigt. Zweitens mal, ihr braucht zum Bauen Kunststoffschrott, Leiterplatine, das sind keine Probleme. Die Titanbahnen sind schon schwieriger, aber nicht wirklich schwierig, weil... Ihr seht, ich stehe da an einer Mini-Insel. Da habe ich meinen letzten Titanbahn her. Werdet euch fragen, hä? Wie? Ganz einfach. Mit dem Metalldetektor. Ihr findet es random. Ich habe jetzt drei verschiedene Sachen bis jetzt gefunden. So eine komische Skulptur. Dann Schrott und so ein Zeug. Und mit Metall und so. Und eben einen Koffer. Wenn es ein Koffer ist, ist immer ein Metallerz drin. Eines. Ich weiß derzeit noch nicht, ob wir es jetzt irgendwie auf der letzten großen Insel, wo wir jetzt anfangen als nächstes, bekommen oder nicht. Ich weiß aber, dass die kleinen Inseln bis jetzt ein bisschen nutzlos waren. Ich bin jetzt nur angefahren, Metalldetektor ausgraben, weg, weiter. Hab vier Inseln braucht, hab drei Bahnen. Einen braucht man zum Erforschen, vier zum Herstellen, wie man gesehen hat hier. Und dann geht's schon los. Dann stellt man das Teil auf. So, was braucht das Ding? Es braucht Biotreibstoff. Es hat einen Anschluss, deswegen steht es bei mir hier, weil sonst muss ich wieder Rohre legen und ich komme über das nicht drüber. Das heißt, mir bleibt nur diese Seite. Biotreibstoff, den Kanister haben wir eh. Und Biotreibstoff bekommt ihr hier. Mit Honig und allem möglichen Essen. Guter Tipp. Ihr könnt die Köpfe da verwenden als Biotreibstoff, zum Beispiel auch den Haikopf, den habe ich jetzt genommen, den hier. Den kriegt man ja eh zu Tonnen, der füllt das gleich als der ganze an. Ich warte jetzt noch. Und Honig kriegt ihr, wie gesagt, von dem Bienenstock. Da kommen dann die Waben raus. Der Vogel hat wirklich die Waben raus. Mit den Waben plus der Glasplatte kommt dann Honig raus. Und hier haben wir schon was. So, dann füllen wir mal ein. Haben wir mal Honig, kann man so reinhauen. Zack, ist voll. Den Haikopf nehmen wir daher. Ihr seht, mit einem Haikopf füllt sich praktisch gesehen das ganze Teil an. Wusste lange Zeit nicht, dass das geht. Hab das immer weggeworfen, das Teil. Jetzt tue ich es nicht mehr. Aber gut, das war mal zu dem. Dann Biotreibstoff da rein, Tank voll, den immer am Laufen halten oder am besten zwei bauen, die Waben. So, und dann habt ihr das Teil hier, ihr schmeißt dann Batterien rein, zack, zack. Das Ding verbraucht ein bisschen Biotreibstoff, nicht nennenswert, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, und lädt die Batterien wieder auf. Ich habe mich schon ein bisschen gespielt, wenn man, Moment, hier schaut, die waren alle leer, jetzt nicht mehr. Das finde ich saumäßig cool, weil man im Endeffekt die Batterie nicht immer weghauen muss. Ich meine, ich habe sie nicht weghauen, ich habe sie aufgehoben. Man kann sie ja theoretisch auch verwenden fürs Crafting. Weil beim Crafting es anscheinend egal ist, ob das leer ist oder nicht. So. Den daher. Da spielt es keine Rolle, man kann auch craften, wenn es leer ist. Von daher... Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Als Teil lädt jetzt das alles wieder auf. Und man kann die Batterien wiederverwerten. Sehr schön. Ich lade jetzt mal alle Batterien durch und mache mich auf den Weg nach Tangaroa Island Town. Das sehe ich, wenn ich dort bin. Gut, danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe ich natürlich immer. Ein kleiner Guide zu dem Battery Charger. Der, wie gesagt, ja, ich so, Prognose meinerseits, nützliches Teil. Man braucht die Batterie nicht im Herstellen, wobei die wiederum in der Kupfer etc. benötigen. Und Kupfer ist ja nicht gerade Mangelware. Aber sei es drum, besser ist wieder aufladen, verwerten, recyceln. Warum auch nicht. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, vergesst es nicht, das würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schalt's wieder ein, dann geht's weiter mit Tangaroa Island und anderer Raft Action.
Bis zum nächsten Mal und ciao.